Infrastrukturinvestments sind in aller Munde. Allerdings gehörte der Sektor in den vergangenen Wochen und Monaten nicht unbedingt zu den Überfliegern an der Börse. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das jetzt ein idealer Einstiegszeitpunkt für Investoren ist. Fragen dazu an Michael Golitz, der ist Portfolio Advisor des Ovid Infrastructure High Yield Income Fonds, den ich ganz herzlich zuschalten möchte und begrüße hier an der Börse Frankfurt. Herr Golitz, mit Ihrem Fonds investieren Sie ja ausschließlich in Anleihen von Infrastrukturunternehmen, der ja, ein Stück weit zu kämpfen hatte, dieser Sektor. Wie ist es Ihnen denn ergangen? Ja, guten Morgen, Herr Franek. Schön, wieder hier mal bei Ihnen zu sein. In der Tat haben Sie recht. Infrastruktur war nicht unbedingt der Sweet Spot im letzten Jahr. Trotz der hohen Aufmerksamkeit und auch der durchaus sehr hohen Bedeutung, die der Sektor genießt, konnte sich das nicht in Investorenaktion und damit entsprechender Wertentwicklung umsetzen. Das haben wir insbesondere vom Frühjahr bis in den Oktober rein doch sehr deutlich gespürt. Nehmen Sie mal Sektoren wie Digitalisierung oder Klimawandel, die ja eigentlich in aller Munde sind, aber das hat sich nicht in Wertentwicklung, in positive Wertentwicklung umgesetzt. Nichtsdestotrotz sind wir doch unserer Politik seit Auflegung des Fonds im Jahre 2014, nämlich zwischen 3,5 und 5% pro Jahr auszuschütten, treu geblieben und haben es sogar trotz des schwierigen Umfeldes geschafft, im Jahr 2023 gemessen an der Anteilsklasse R des Fonds eine Rekordausschüttung von 5,5% auf das Jahr 2023 vornehmen zu können. Es war also alles nicht ganz einfach für den Infrastrukturbereich bis in den Herbst hinein. Und wie ging es denn dann weiter? Ja, also November und Dezember waren ehrlicherweise zwei sehr erfreuliche Monate, so zum Jahresabschluss hin. Und dieser versöhnliche Jahresausklang, der war im Wesentlichen durch zwei Dinge bestimmt. Zum einen haben wir im Bereich von weniger liquiden Anleihen und kleineren Emissionen, die allerdings mit sehr attraktiven Coupons ausgestattet waren, eine Beruhigung gesehen. Was war der Grund für die Unruhe vorher? Ein auf dieses Segment spezialisierter Fonds, ein Mittelstandsanleihenfonds, musste liquidiert werden. Das hat diesen Sektor belastet. Das ist jetzt so nach und nach aus dem Markt rausgegangen. Und was wir dann auch gesehen haben, ist, dass viele Marktteilnehmer den Gipfel im Zinserhöhungszyklus und auch bei der Inflation gesehen haben. Konsens ist so inzwischen, dass wir in den USA, Großbritannien und auch in der Eurozone zwischen März und Mai die ersten Zinssenkungen erwarten. Und das wird auch den Unternehmensanleihemarkt beflügeln, auch wenn sicherlich einige Zinssenkungsfantasie bereits jetzt eingepreist ist. Apropos Mittelstandsanleihen, dazu gehören ja auch Anleihen aus dem Immobilienbereich. Wie bewerten Sie dieses Segment? Ja, es war ja ein schrecklicheres Segment in dem Bereich. Immobilienanleihen gaben im Jahr 2023 in der Tat durchaus Anlass zur Besorgnis. Die Kombination aus Corona, steigenden Zinsen, Eintrübung der wirtschaftlichen Aussichten haben es schwer auf dem Sektor gelastet. Und insgesamt gibt es auch langfristigere Trends, die sich jetzt auch gerade nach Corona abzeichnen, die sich im Verhalten von Mietern und Investoren auch abzeichnen. Und wenn wir überlegen, habe ich mir sagen lassen, dass in einem Wohnungsbau von Planung bis zur Fertigstellung 6 bis 8 Jahre Zeitraum passieren, ja, dann heißt es auch, dass die Adjustierungen natürlich erstmal mit einer deutlichen Verzögerung kommen. Anleger hielten sich in dem Segment sehr zurück. Man muss fairerweise sagen, dass es nahezu keinen Markt gab und diese Anleihen in den Portfolien der Investoren jetzt mal so vor sich hinschlummern. Dennoch ist es uns gelungen, in der Beruhigungsphase das ein oder andere in kleineren Schritten abzubauen, was wir in diesem Segment halten.
Abschließend der Blick nach vorne, Herr Gollitz. Wie sehen Ihre Erwartungen für den Fonds für 2024 aus? Naja, nun, wie schon gesagt, sehen wir ein Ende des Zinserhöhungszyklus. Wir sehen auch leicht rückgehende Inflationsraten in der ganzen Welt, speziell in Deutschland, wenn wir mal betrachten müssen, wie sich so dieses Sparpaket, was jetzt ja da beschlossen worden ist, im Sinne von höhere CO2-Preise etc. auswirken wird. Die Risikoaufschläge auf High-Yield-Anleihen sollten relativ stabil bleiben, und das in der Kombination zeigt sich schon attraktiv, nämlich hohe Coupons und auf der anderen Seite Chance auf Kursgewinne, höhere Ausfälle bei Emittenten, die sicherlich vorkommen können in einer wirtschaftlichen Schwäche, sehen wir als weitestgehend eingepreist an, und wir werden im Portfolio eigentlich drei Schwerpunktthemen verfolgen. Das eine ist, aufgrund der erwarteten sinkenden Zinsen die Duration, sprich die Laufzeit im Portfolio erhöhen. Wir bauen weiter kleinere Emissionen ab. Neue Investitionen werden dann eher in etablierte Player erfolgen. Opportunistisch würden wir klassische Sektoren wie beispielsweise Telekommunikation, Kabel, Satelliten noch weiter übergewichten, als wir es bisher schon haben. Und der Managementstil wird noch aktiver werden, mit dem Ziel eben entsprechend, wie schon gesagt, Kursgewinne auch zu erzielen. Und natürlich streben wir auch weiterhin unseren Ausschüttungskorridor zwischen 3,5 und 5% pro Jahr, auch im Jahr 2024 an. Infrastruktur und High-Yield-Anleihen, das war eine aktuelle Zusammenfassung von Michael Gollitz. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Warnig.